Transistorverstärker für 300 Euro. Kann das wirklich für den professionellen Einsatz geeignet sein? In diesem Video sage ich dir meine Meinung zum DVMark Micro 50. Hallo, hier ist Christian Konrad von gitarrenvideounterricht.de. Heute zeige ich dir den DVMark Micro 50, ein 50 Watt Transistor-Topteil mit zwei Kanälen. Ja, diesen Verstärker habe ich mir ganz neu gekauft. Warum, wirst du dich vielleicht fragen, wenn jemand schon gute Röhrenamps zu Hause rumstehen hat, warum kauft man sich dann noch ein eher preisgünstiges Transistor-Topteil? Darauf gebracht hat mich ein Test in der Zeitschrift Gitarre und Bass, der eigentlich sehr positiv klang. Und ich bin immer daran interessiert, mein Equipment für unterwegs zu minimieren. Also wenn man wie ich zumindest teilweise sein Geld als spielender Gitarrist verdient, dann muss man ja seine Ausrüstung sehr viel herumschleppen. Und mit den Jahren hat es mich einfach immer mehr genervt, schwere Boxen zu schleppen, schwere Amps, Effekt, Koffer und was alles dazugehört. Du weißt, wovon ich rede. Und so dachte ich, wäre das nicht schön, einen ultra kompakten und leichten Verstärker zu haben? Ja, wie sind also meine ersten Eindrücke dieses Verstärkers? Ich habe einfach mal eingestöpselt im Clean-Kanal und losgespielt und sofort merkt man irgendwie, ob so ein Ding funktioniert, ohne dass man ewig daran herumschrauben muss. Der Micro 50 hat einen lauten, stabilen Clean-Sound. Das war schon mal sehr gut. Was mich erstmal erschreckt hat und auch manch anderen, wenn man die Bewertung liest, ist die Abstimmung der Klangregelung. Denn wenn man hier Bässe, Mitten und Höhen auf Mittelstellung hat, klingt es sehr basslastig und sehr dumpf. Aber die Klangregelung ist recht effektiv und ich habe dann erstmal die Höhen voll reingedreht, die Bässe fast ganz raus. Also damit klingt es für mich ausgewogen, auch wenn ich nicht verstehe, warum man das nicht besser abstimmen konnte. Der Verstärker hat einen eingebauten digitalen Hall, der mir ganz gut gefällt. Allerdings hat der einen Modulationseffektanteil irgendwie. Es klingt, als hätte man noch einen Chorus eingeschaltet. Und das ist natürlich von Fall zu Fall positiv oder negativ. Nicht immer möchte man Hall mit Chorus-Vermisch haben. Da würde mir persönlich ein neutralerer Hall besser gefallen. Aber ich sehe es mal als Dreingabe. Man wird wahrscheinlich ohnehin noch irgendwelche Effektgeräte anschließen und kann sich den Hall dann dort herholen. Der Hall klingt auf jeden Fall ordentlich und der Rest ist Geschmackssache. Ich persönlich brauche keinen zweiten Zerrkanal, weil ich mir eigentlich die Verzerrung gerne von Vorschaltverzerrern hole. Da kann man natürlich nach persönlicher Vorliebe sich ein Pedal aussuchen, das genau jetzt den Geschmack trifft. Aber ich finde, auch der Zerrsound des zweiten Kanals, den man also über Fußschalter abrufen kann, klingt recht ordentlich. Wie fällt also nun mein Fazit aus zum DVMark Micro 50? Ich werde ihn behalten. Ich habe ihn jetzt schon auf der Bühne eingesetzt. Er hat wirklich einen sehr druckvollen, stabilen
Clean Sound und das ist eigentlich alles, was ich persönlich brauche. Der Rest sind für mich persönlich nette Extras. Ein Verstärker, der leicht und kompakt ist, in die Gitarrentasche passt. Auf jeden Fall ist das ein toller Amp für den Preis 300 Euro. Das ist wirklich Wahnsinn. Und wenn du auch auf der Suche bist nach so einer kompakten Lösung, probier den unbedingt mal aus. Mich konnte er überzeugen und jetzt bleiben einfach die teuren Röhrenamps in der Regel zu Hause und ich spare mir das Geschleppe für unterwegs. Wenn du interessiert bist an weiteren Equipment-Tipps von mir und auch spielerischen Empfehlungen, dann kannst du dich mit deiner E-Mail-Adresse anmelden zu meinem völlig kostenlosen Kurs, wie du dein Gitarrenspiel verbesserst, 10 Dinge, die ein Gitarrist wissen muss. Da habe ich also einiges zusammengestellt und sende dir das als Folge von 10 E-Mails zu. Du musst dich, wie gesagt, nur eintragen und dann erhältst du die E-Mails. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, freue ich mich über den Daumen nach oben oder auch über den ein oder anderen Kommentar. Das war's für heute von mir. Bis bald.